Andermersenem Gruma Elsos et Delenga Drisikyungi Hanencheda a Tail Fuera Grossa Feria. Tots Febrenga, Siterfacer, Zwaivuralong, Fer Orkeologanama, Uftamplot, Sichnamlik, Zemblik, Zumfinder Varasa. Das sind Empreinte. Ich kann nicht hängen, nicht mehr, es passt direkt drin. Meistens sind die Fee oben vom Fee drauf. Das ist schön, ne? Das ist das erste Mal, wo ich eine Fee irgendwo. Man hat schon gefangen, aber es ist das erste Mal, ich kann direkt hängen. Ziegel, Isa, Gloss, Zahn, Gnera, Teils von den Scharwa sind 32 Jahre alt. Sie müssen also alle gut aufgehebt sein. Was wir gefangen haben, tun wir jetzt putzen. Und dann wird es sortiert. Und dann wird alles gewölbt und alles kriegt ein Numero. Und hinten müssen wir es identifizieren mit den Bischern. Und dann kommt das in den Computer wieder und dann wird es wieder analysiert. Und das ist noch Arbeit für den ganzen Winter. Die Stickler waren alle mit der Zahnbürst geputzt. Lorina schafft zufrieden und vorsichtig. Es nimmt nämlich für das fünfte Mal oder ein Kolo teil. C'est le bord d'une assiette, en fait. Et là, t'as le fond. C'est de plus en plus facile pour nous de voir les types de céramique, par exemple la sigillée ou la rugueuse, on arrive à les reconnaître. Maïsta Junga Morado fu aine miuru sondra vidermit. Il y a des cailloux qui sont placés en rond. Dégage encore un peu autour là. Et si la terre est noire au milieu, c'est que c'est un trou de poteau. Un die vun d'archéologie en dega kuma mank mol fou vit, ve de Dani, arèche extra fou de Normandie do Haargeist. J'aime bien les anciennes fouilles, les chemins où ils passaient. Il faut surtout être très motivé, avoir de la force. Et il faut savoir bien creuser aussi. Colonie de Zofil Kenderotier, osa zweiti période ouf gmortvoraïche. Doch Alfred Dorn ist seit dem Anfang vor 26 Jahren dabei. Als Schulmeister hat er Salamol seine Klasse mitgenommen für Grotza. Schlecht Wetter gewesen, es hat gereiht und alles. Aber die Kinder hat es so gefallen. Ich denke dann, ah, man könnte mal eine Kolonie-Vakanz probieren mit dem Thema Archäologie. Und dann haben wir angefangen, 1995 die erste Kolo. Und seitdem geht's. Ah, tu vois, tu peux encore descendre un peu ici. Tu vois, tu cherches les cailloux là, tu essaies de trouver le mur ici. Hein. Das sind wir von Villa Gallo-Romaine. Vom 1. bis ins 5. Jahrhundert ist besetzt gewesen. Am Anfang war das hier, war das kein Stallungen. Das war ein Haus, wo die Leute drin gewohnt haben. Und das ist noch im 2. Jahr ist das umgebaut worden. Und dann haben sie hier Stallungen draus gemacht. Saladog haben die jungen Tschechter vom 4. und vom 5. Jahrhundert geratzt. Grotzt und noch grotzt für so schnell wie möglich aus dritter Kuma, da wo der Boden mehr Scharwa versteckt. Da mache ich Grunde weg, weil man muss da alles wegmachen. Man muss viel kratzen, aber wir schaffen gut, das ist gut. Wir machen Dinge, die wir normalerweise nie machen können. Das vergessen sie niemals. Weil jedes Stück, das sie finden, wenn sie einmal später in die Müse gehen oder eben sagst, das habe ich in der Hand gehabt. Das habe ich gefunden, so etwas habe ich auch schon gesehen. Das ist das, was interessant ist. Mit Profi müssen unsere Archäologen alles, was sie gefunden haben, jeden Tag analysieren. Si on prend un clou contemporain d'aujourd'hui et qu'on fait une coupe, c'est un cercle. Ouais. Si on fait une coupe dans un clou gallo-romain, c'est un carré, tout à fait. Donc ça, c'est un élément d'identification qui nous permet de dire que les clous que vous avez trouvés, c'est plutôt des clous gallo-romains. Chaque année, on trouve différentes choses, on apprend différentes histoires et puis c'est toujours, ça suit en fait, et c'est cool. Est-ce que toi, ça te donne des idées peut-être pour plus tard ou quand même pas? Peut-être, ouais. Bon, ce serait bien de faire des études en archéologie, oui. Stil ist nicht, Archäologe geht zu viel, mais glick ist savoir tort, vor rapport au restaurant donnant un plot, foudana kinder gse, hätte ich Docteur en archéologie.